Ich sag mal, Ole. Oh, du. Bin ja ich. Junger Mann mit vielen Facetten. Sehr viele Interessensbereiche. Ich würde sagen, immer einen offenen Geist und Ohr für alle. Süß. Danke. Ich weiß nicht, ob ich da so ein Gleichzeichen drunter machen kann. Rune natürlich auch ein Typ, der ja immer für einen da ist, wenn man irgendwie was hat. Ja, toller Sportsmann, gutes Herz und immer für den Spaß zu haben. Danke. Ja, schön. Ich habe mein Leben lang eigentlich immer hier vor Ort gespielt, habe dann in Altenholz noch einen Abstecher gemacht, hatte damals dann schon einen Vorvertrag und so richtig klar war es dann erst, als ich dann meinen ersten Profivertrag hier wirklich unterschrieben habe. Früher habe ich immer gesagt, Bademeister, das fand ich immer cool, gutes Wetter, Strand möglichst. Mittlerweile irgendwas, wo man genug Geld mit verdient, um auch schön seine Freizeit genießen zu können. Ne? Das ist eigentlich das Entscheidende. Gott. Ja, dadurch, dass ich auch aus so einer Handballerfamilie komme oder generell aus einer sportbegeisterten Familie. Die Barbie. Würde ich sagen. Dann doch die Puppe. Nee, also doch immer mit dem Ball, genauso wie mein Bruder, meine Cousins, alle. Wir sind alle zusammen aufgewachsen und da war der Ball immer das beliebteste Spielzeug. Ja, hauptsächlich schöne, wirklich. Also meine Kindheit auf der Insel verbracht, Norderney. Das ist für Kinder das absolute, weil du kannst mit dem Fahrrad überall hin zum Sport, zu deinen Freunden, zur Schule, bist selbstständig, frei und es gibt auch irgendwie, ja, keine Kriminalität, kein Verbrechen auf der Insel. Das ist wirklich eine heile Welt, ein ganz eigener kleiner Kosmos und ganz viele schöne Erinnerungen an meine Kindheit, muss ich so sagen, ja. Gute Frage. Also, keine Ahnung. Aber was ich weiß, die meisten davon umsonst. Aber ja, es ist bestimmt schon einiges zusammengekommen. Aber das ist echt eine interessante Frage. Das würde mich auch mal interessieren. Sprungkraft, Schnelligkeit, Wurfvariabilität. Mhm. Und vielleicht auch mal was für die Zuschauer machen. Also, nee, ehrlich gesagt, glaube ich, ist es die Quote. Das hat man jetzt auch wieder bei der Weltmeisterschaft gesehen. Die richtig guten Außen haben so 80-90% und das ist wirklich entscheidend. So ein normaler Tag gucke ich nicht auf den Spiegel, aber ja, jetzt vorm Spiel, dann mache ich mir die Haare oder wenn ich was mit Freunden mache oder so. Aber das geht eigentlich immer alles schnell. Und was ich nicht an meinem Körper mag, ja, meine Füße. Das ist ja nicht so schön, das muss ich sagen. Muss ich zugeben. Habe ich noch gar nicht so drauf geachtet. Welche Handschuhe musst du auch nicht. Früher muss ich wirklich sagen, da war auch dann mal so die Anfang 20er so mit Sonnenbank und so. Das war in der Zeit aber auch cool, glaube ich. Sonnenbank-Flavor. Ja, aber es ist mittlerweile eher so semi. Und ja, wie man vielleicht auch sieht, ist jetzt auch. gutes eigentlich, Beispiel. Eigentlich gar nicht sagen müssen. Ja. Eigentlich gar nicht sagen müssen. Also keiner von uns hat irgendwie Hektik. Ja, gemütlich halt. Ja, jetzt gemütliche Typen. Doch, jetzt das ist im neuen Trainingszentrum ja. Mit Sauna, top. Eisbad. Top. Also da kann man schon mal noch eine Stunde ranhängen. Ja. Auch wenn sich der Betreuer dann nicht wirklich drüber freut. Also auf jeden Fall meine Mama. Die hat auch alles dafür immer gegeben, hat mich immer überall hingefahren und hat das so supported. Also ich glaube, ohne sie hätte ich das auch nicht so hingekriegt. Also Mama. Ja. Danke. Ja, wenn wir jetzt so Fan, würde ich auch sagen, und Förderer, schon eher auch Papa, weil immer mein Jugendtrainer gewesen und ja, alles jedes Wochenende geopfert, mehr oder weniger von der Insel mit der Fähre zum Auswärtsspiel, den ganzen Tag immer unterwegs. Und Papa-Trainer gewesen, guck mal jetzt. Ja, war immer Lieblingskind in der Mannschaft, natürlich. Wer kennt's nicht? Herrlich. Super. Herrlich. Schönstes Bundesland unseres Landes, meiner Meinung nach. Meine ganze Kindheit eigentlich am Strand verbracht, im Wasser verbracht und würde ich wirklich um nichts in der Welt eintauschen. Ist halt echt wirklich was Besonderes, aber Organisationstalent, ich glaube, ist auch was Individuelles. Bei mir ist es jetzt nicht ganz so ausgeprägt. Planung ist das halbe Leben, ist bei mir noch nicht ganz angekommen. So. Das sind ganz einfache Fragen. Drei Wünsche. Kann man, ja, ist die Frage, wie das begrenzt ist. Ne? Also einen Wunsch, dann würde ich mir schon mal 1000 neue Wünsche freuen. Okay, ganz schlauer, ne?
mitgedacht. Nein, klar, Erfolge im sportlichen Leben, aber privat natürlich auch Gesundheit. Glück. Spaß. Spaß. Wir wollen Spaß. Wenn ich so am Meer bin, vor allem auch wenn ich das alleine mache, dann merke ich so, dann komme ich richtig runter. Und sonst natürlich im Urlaub, ne? Also gibt nicht viel Schöneres als Urlaub. Kann schon, also wenn dich nicht der Ehrgeiz packt, dann kann ich auch schon mal aus der Haut fahren. Aber es ist wirklich auf den Wettkampf beschränkt, weil außerhalb des Spielfeldes und so würde ich mich als sehr ausgeglichen bezeichnen. Aber ja, ich glaube schon, wenn ich mich hauptsächlich über mich selbst aufrege, kennst die Momente, dann dreht man schon mal durch und ja, dann fallen vielleicht auch mal unschöne Wörter. Müssen wir eigentlich was dazu sagen? Oder sollen wir einfach nur die Schilder hochhalten? Nur wenn's passt. Nur wenn's passt. Ja. Beides gut. Genau. Die Mitte. Die Mitte macht's. Klar. Oh. Das ist einfach. Boah, das ist aber auch. Tja. Ich halte einfach mal das Gleiche hoch. Komm. Ja, voll. Ja, mal rein, ja. Oh! Sicher. Safe. Gut. Katzenmensch. Ja, muss nicht sein. Allergie. Allergie. Ah, ich bin ja auch. Ja, du stimmt. Bin ja auch anfällig. Bei mir, ne? Bei mir ist. Muss mich da selber safe schützen. Ich lese in letzter Zeit viel mehr. Ja, ja, aber ich bin mehr. Oh Gott. Aber meine Freundin, ich kann es bestätigen. Ich bin der größte Romantiker. Du hast erwischt, erwischt. Ja, ah. Kannst du noch drehen? Kann man nicht. Kann man drehen? Kann ich drehen? Ich drehe auch gerne. Oh ja, Erdnussallergie. Ich glaube, den lass ich aus. Den nimmst du nicht mit? Den lass ich aus. Du auch ganz gerne mal eine Kuppe. Ja, oder? Ja, ja. So ein Trinken, das ist feines. Ja. Puh. War beides jetzt mal von Erfahrung her, ich weiß nicht, ob du mitreden kannst, ob es da so geheime Fotos noch gibt von früher? Nee. Oder so? Also nie, so nie länger als so halt, ne? Also so das entlang. Ja, ich hatte das, wie gesagt, einmal vor, einmal lange Haare im Leben, habe ich gemacht. Ja. War jetzt auch gut gewesen, also muss jetzt auch nicht mehr, weil viel Pflege, sehr anstrengend und ja, nee. Aufwand verbunden. Kurz. Ja. Hallo Rune. Hallo Ole. Ich habe da mal eine Frage. Mit welchem eurer Kollegen würdet ihr überhaupt nicht tauschen und warum? Viele Grüße, Finja. Mit wem? Ja, ich muss ehrlich sagen, ich glaube normalerweise sagt man wahrscheinlich Torwart, aber ich muss sagen Bam Bam. Ja, wenn ich krass, das manchmal sehe, ey, manchmal nachher wie der da aufs Maul bekommt. Ja. Ich habe in der A-Jugend 2 Jahre Kreis gespielt. Ist ehrlich? Ja. Sehr polyvalent wurde ich eingesetzt in der Jugend. Weiß nicht, woran das lag. Aber, klassische Linkshänder-Kreislauf. Ja, sicher, wer kennt's nicht. Und da habe ich auch teilweise mal so nachgedacht, so, vielleicht höre ich einfach auf. Macht naja, keinen Spaß. Also Pete, ich ja, muss sagen, ja. Kreisläufer ist echt fies. Also, naja, das macht keinen Spaß. Nee, uns einig, ne? Keine schlechte Frage. Ja, muss so, egal. Gut, wenn's so. 1993.